Oh yeah, Elektroschrott. Millionen von Menschen müssen nachts raus. Und nicht zu Unrecht gilt der Weg vom Bett zum Klo gemeinsam mit dem Schulweg der Kinder als eines der risikobehaftesten Wagnisse, die die Menschheit heutzutage in unserer hochtechnisierten Welt noch kennt. Die Lösungen, die dafür angeboten werden, sind bisweilen unbefriedigend. Mal ganz im Ernst, keine Option. Nicht für uns. Aber muss auch keine Option sein. Ich wäre ja nicht der Onkel Zappes, wenn ich da nicht eine bessere Idee hätte. Und da schauen wir gleich mal, was ich mir habe anfallen lassen, beziehungsweise was ich abgekupfert habe. Und zwar, naja, abgekupfert. Peinlich, peinlich. Gehe ich noch drauf ein. Jo, wenn einmal nicht gut genug sind, dann hilft nur noch eins, nämlich das Pipi-Light. Das hier ist das Pipi-Light. Das Pipi-Light besteht aus ein paar relativ einfachen Komponenten, die den folgenden Zweck erfüllen sollen. Also ich werde unter meinem Bett LED-Streifen kleben, also jetzt nicht dieses neumodische farbige Zeug, sondern ganz einfache warm-weiße. Und dann werde ich dieses Pipi-Light benutzen, um eine ganz einfache Sache zu erfüllen, nämlich ich habe jetzt hier so einen Bewegungssensor. Ja, der macht jetzt momentan exakt gar nichts, keine Wirkung auf dem Pipi-Light. Aber ich habe da unten einstellbar mit so einem Regler und einem Op-Amp als Komparator und einem lichtempfindlichen Widerstand mir eine Schaltung zusammengebaut, wo, na, jetzt hat man es gerade schon gesehen, der Bewegungssensor scharf geschaltet wird, wenn es dunkel genug ist. Ich bewege den jetzt mal hier, ne, so, la 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 la, und dann sieht man da die rote LED, dass die dann angeht und irgendwie was tut. Also im Grunde genommen schon genau die Schaltung fürs Pipi-Light. Ja, schon Tiny 85 drauf, aber nochmal, den konfusen Kram nochmal zurückgerollt. Was soll es denn tatsächlich tun? Also, ich werde diesen Bewegungssensor, ja, nebst dieser gesamten Schaltung auf einem kleinen Platinchen unterbringen, in einem kleinen Gehäuselein. Und dieses kleine Platinchen mit dem Gehäuselein kommt bei mir unters Bett. Und zwar so, dass der Bereich, in dem der Bewegungssensor aktiv wird, im Grunde genommen der gesamte Fußboden bei mir im Schlafzimmer ist. Das heißt, wenn ich nachts mal schiffen muss, ja, dann brauche ich keinen Lichtschalter mehr zu suchen, sondern ich steige einfach aus dem Bett. In dem Moment, wo meine Füße unten da über die Matratze rausgucken, ja, merkt der Lichtsensor, oh, der dicke Zappes ist aufgestanden, ja, und macht das Licht an. Und dann sehe ich was und kann zur Tür kommen, ohne dass es mittlere Katastrophen gibt. Und dann geht das von selbst wieder aus. Und wenn ich dann irgendwann mal fertig bin, ja, und wieder zurückkomme, dann mache ich die Tür auf. Und in dem Moment, wo ich da die Tür aufmache und mich da bewege, macht es plötzlich zappeldapp. Und das Fatlight macht wieder das Licht an. Ja, so wie die rote LED hier. Ja, total geil. Tja, genau. Das ist jetzt mal die Vorstellung vom Pipi-Light. Aber ich muss noch gestehen, es ist nicht meine Idee. Weil die Idee, die habe ich von einem gewissen Jens Schwen bei Google Plus, der auch sowas bauen will. Und ich fand das so genial, dass ich mir gedacht habe, hey, cool, und ich habe vor allem auch die ganzen Teile da, das baue ich auch mal. Und ja, gut, Idee geklaut. Ist ja jetzt auch, also, ja, ich habe ihm dafür einen Beutel mit Krempel geschickt. Fair ist fair. Oh. Gut, beim nächsten Mal, wenn wir uns mit dem Pipi-Light hier treffen, dann werde ich wahrscheinlich schon eine Platine gebaut haben für das ganze Zeug. Und dann können wir uns mal angucken, wie ich das dann Gehäuse verfrachte, der ganze Kram. Aber so viel erstmal dazu, damit ihr wisst, was ich tue. Nicht, dass es euch interessiert, aber ich wollte es mal erwähnt haben. In diesem Sinne, schöne Grüße an den Spänen und Tschüssing.